Die Theatris sind völlig aus dem Häuschen, denn das Fest der Leckereien steht kurz bevor. Ein paar diebische Eltern haben aber die Keks gestohlen und das Fest droht auszufallen. Das kann Peach auch nicht zulassen und so schlüpft sie in die Rolle der Patissiere, um neuen Naschkram zu backen. Danach wartet hinter dieser finsteren Tür noch eine böse Überraschung auf sie und Stella. Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu Princess Peach Showtime. Wir werden uns heute dem vierten Level des Erdgeschosses stellen. Dem zweiten Demo-Level, den ich schon gespielt habe, wie ich jetzt schon in den letzten Folgen erwähnt habe, mehrmals schon. Also deswegen ist der Level leider nichts Neues für mich, aber ich habe in der Demo nicht alle Funkelkristalle gefunden, beziehungsweise ich weiß hier und da vielleicht, oder kann man denken, wo sie sind, die ich verpasst habe. Aber wir werden sie jetzt gemeinsam nochmal sammeln mit der Schleife zusammen und wir gehen auch direkt rein in dieses Stück und schauen uns an, was es zu bieten hat. Das Fest der Leckereien heißt es und es wird auch sehr lecker. Also, ich meine, ich habe hier schon eine Packung Keks noch stehen. Die werde ich vielleicht hier nach der Folge reinsnacken. Noch so ein paar, nicht die ganze Packung. Keine Sorge. So auf meine Figur achten mittlerweile. Ich bin ein bisschen dick geworden. Sieht man. Wobei, glaubt ihr vielleicht nicht, vom Gesicht her sehe ich nicht so dick aus, aber mein Bauch ist schon ganz schön. Aber lassen wir das. An der Stelle. Er ist wieder Peach, schon genau. Sie steht hier im Rampenlicht. Oh, hier findet ein Naschfest statt. Hier werden Leckereien zubereitet und alle dürfen sich damit den Bauch vollschlagen. Boah, da hätte ich auch so Bock drauf jetzt, ne? Kann ich hier wieder was? Ja, hier kann ich wieder Münzen sammeln. Hier tanzen so ein paar Theatris rum. Hier ist auch noch so ein Muffins, ne? Oder Cupcakes, oder wie auch immer. Ist ja egal wie. Nirgendwo ein Schurke zu sehen. Gehen wir zum Tor, das Fest wird dort eröffnet. Hoffentlich gibt es meine Lieblingstorte. Es sollte gleich losgehen. Ich habe auch schon alle Bock. Oh, ich wollte gleich in die Mitte gehen, aber gut. Was soll's. Fängt das Fest bald an? Wie lange muss ich noch warten? Wird ja auch mal geil, wie hier mit dem Licht gespielt. Oh. Leckereien. Nächster Kollege. Bleib mal schön hier und lässt das hier liegen. Und da ist der erste Funkelkristall. Bitte, steht nicht noch mehr Leckereien. Unsere schönen Leckereien. So, ich muss die wecken wieder. Die liegen da so erschöpft rum. Das ist so was, was man euch so in den Kopf geht, ne? Ja, hier entlang. Damit gehen? Ja, ich glaube schon, ne? Ich verpasse jetzt nichts. Wäre ein bisschen blöd, wenn. Aber ich, wie gesagt, ich weiß, wo die Sachen, glaube ich, sind, die mir fehlten in der Demo. Wir müssen sie aufhalten. Machen wir einfach den hier. Und den hier. Und den hier. Und da ist der Monopoly-Mann wieder mit der Schleife. Da können wir auch. Und wir haben Vogelkristall bekommen. Also zwei Sachen auf einmal quasi. Was sagt er? Sagt ihr, sind unsere Leckereien sicher? Die schönen Kekse alle weg. Das Fest muss wohl abgebrochen werden. Was? Nee, nur nicht verzweifeln, genau. Wir backen einfach mehr. Es ist noch Zeit, bis das Fest beginnt. Sehr gut. Ja, dann helfen wir euch wahrscheinlich, ne? Muss ich hier nicht. Ich muss hier rein, ne? Genau. Hier entlang zum Garten. Leute. Wir müssen natürlich erstmal Zutaten sammeln. Um wirklich backen zu können. So. Ich dachte ja, die rote Schleife passt hier, glaube ich, mit am besten. Dann, was ist los hier? Und hier ist noch Funkelkristall. Den hole ich mir mal eben. Den habe ich nicht verpasst in der Demo. Den ich jetzt aber gerade fast verpasst. So, die Erdbeeren sehen auch sehr lecker aus. Jetzt haben wir eine Chance, das sollte reichen. Ist aber nicht sonst noch was, ne? Auf in die Küche. Ab ans Werk, Leute. Wir gehen auch wieder zurück. Und die Küche ist genau da. Hier bin ich lecker. Oh, warte mal, der Typ ist hier. Ich wollte sagen, hier sind Münzen irgendwo. Den habe ich in der Demo verpasst, sag ich ganz ehrlich. Also, das ist auch nur von der Demo, würde ich sagen, ne? Wir sind jetzt hier frisch in der Aufnahme. Und mal gucken, wie das hier laufen wird jetzt. So, hier ist doch ich gehe wahrscheinlich an, wie ich mich gleich verwandle, oder was? Oh nein! Wo ist der Chef der Patisserie? Was machen wir denn jetzt? Ja, da braucht ihr wohl einen neuen Chef, ne? Kannst du uns bestimmt helfen? Ich denke auch, ja. Ab geht's, Leute. Showtime! Für eine neue Verwandlung, für ein neues Kostüm. Für unsere allerliebe Prinzessin Peach. Ja, ich bin nicht der größte Fan von ihr, aber mittlerweile sie ist mir ein bisschen mehr ans Herz gekommen mit dem Spiel schon, so viel muss ich sagen. Aber das Kostüm habe ich nicht so gefeiert. So viel kann ich auch vorwegnehmen. Also optisch zumindest nicht. Wollte schon einiges rausgeholt haben, ne? Denn das hier, meine lieben Freunde, das ist die gute alte Patissier Peach. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, zumindest. Bin mir nicht so sicher. Ist mir aber auch egal, sag ganz ehrlich. Tatsächlich, du bist eine echte Patissier, das Fest ist gerettet. Ich kann nicht richtig jumpen, ich kann auch nichts machen mit B, stimmt ja. Also ich ist angegangen auf jeden Fall. Die Glocke, das Fest beginnt bald.
Also müssen wir uns jetzt beeilen mit dem Backen, wa? Backen wir Kekse für die Gäste. Aber ich glaube, hier ist doch was genau unter der Lampe, nämlich. So. Deswegen ist die Lampe nämlich hier. Achso, wir kriegen einfach nur ein bisschen Kohle hier. Gar kein Backstage-Bereich, schade. Ist hier noch was? Nee, die Lampe hängt zu hoch, ne? Gut, ich glaube auch, was ich verpasst habe, kommt jetzt erst. Ich kann auch schnell was verpassen, wenn man es nämlich verkackt. Nehmen uns bitte Kekse zu backen. Ich werde mal Bestes geben, Leute. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse jetzt hier. Es so viele wie möglich. Legen die fertigen Kekse dann auf die Wagen. Backen wir uns erst einmal etwas warm. Sehr gut. So, wir gucken uns mal kurz die Steuerung an, weil die ist vielleicht ja doch ganz wichtig. Drücke wiederholt B und höre rechtzeitig auf, damit die Kekse gelingen. Nicht zu viel rühren. Genau. Und man kann so rühren. Bis es regenbogenfarben wird. Achso, ich muss B drücken, okay. Auch, okay, jetzt geht's los. Jetzt wird's jetzt das Angemachte. Aber ich kann jetzt schneller drücken, ne? Hier, mein Freund, nimm die mit. Dann drück ich einfach schneller. Ah, geht nicht viel schneller, okay. Tatsächlich nicht. So, jetzt sind hier noch zwei Helfershelfer. Da gibt's noch mehr Kekse raus. Also bisher läuft's ganz gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Demo zu verdanken, ne? Dass das jetzt so gut läuft. Am Anfang habe ich nämlich in der Demo nur so ein bisschen gemacht, bis er zu orange wurde. Dann habe ich aufgehört. Ich dann irgendwie auch bei den beiden Helferzwerfern gesehen, dass das so geht. Also die sind wieder da, nicht bevor die. Nein, die sind schon scheiße. Hätte ich gerne noch mitgenommen. Kacke. Ich glaube, einen Funkelkristall haben wir schon, ne? Hoffe ich jetzt mal. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit, von daher alles drin. Way! So, nehmen wir die bitte die mal mit, ne, würde ich sagen. Da gibt es mehr Kekse raus, wenn es gut läuft. Hier sind nochmal zwei, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch gerade ein bisschen Glück, was mit den Kollegen hier angeht, die mir helfen wollen. Weil so viel Glück hatte ich nicht in der Demo, sage ich jetzt mal. Ich bin schön, ich glaube, da brauche ich gleich weitermachen, oder? Bis ein Wagen jetzt kommt. Ja, da kommt kein Wagen mehr, okay. Ja, egal, der Balken ist voll oben. Ich glaube, besser geht's nicht. Da bin ich ja schon mal happy, aber der schwierige Teil kommt noch. Ja, das sind drei goldene Kekse, würde ich sagen. Und eine zwei Funkelkristalle. Gibt's hier auch nur zwei? Okay. Ah ne, das ist der dritte scheinbar. Okay, wir schaffen allgemein. Okay, alles klar, dann weiß Bescheid. Qualität und Quantität sind einfach perfekt. Die Kekse werden allen wunderbar schmecken. Das will ich doch hoffen. Hilf mir dich weiter um Hilfe bitten? Warte euch mit den Keksen. So, hier ist, was ich verpasst habe irgendwo. Hier? Vielleicht? Nee, hier ist die Lampe jetzt an. Die Gäste sind schon da. Hier irgendwo vielleicht? Ah, hier! Jetzt weiter. Hier ist ein Backstage-Bereich, den habe ich verpasst in der Demo. Okay, den habe ich komplett übersehen. Was muss ich jetzt hier machen, ist die Frage. Ich habe solchen Hunger. Ja, da muss ich hier noch ein bisschen was machen, wa? Da muss reichen, oder? Ich die jetzt einfach geben. Ja, sieht gut aus. Da ist der Funkelkristall, sehr gut. Jetzt fehlen noch drei. Und auch die kann man, glaube ich, schnell verpassen. Also Leute, es würde mich nicht wundern, wenn ich hier nochmal rein muss gleich. Wenn wir erstmal hier mit dem Level einmal durch sind. Aber dann ist es eben so. Hier geht's weiter, ne? Die Tortenböden sind fertig, aber... Oh, du bist hier, so ein Glück. Schnell, schnell. Ja, die Tortenböden. Das war ein Problem, Leute, sag ich euch. Das ist ein bisschen blöd, weil ich blind für mich ist, ne? Da wäre noch lustiger, aber ja, ist halt so. Die Torten, wie es im Rezept steht. Sag Bescheid, sobald die Torten fertig sind. Auf die Plätze, fertig. Los! So, wir haben jetzt da oben mit Bild, ne, wie es aussehen soll. Einfach drei Streifen. Wie ist die Steuerung? Einfach wieder B drücken. Drücke B zum Dekorieren. Gib den Tier jetzt mit Hilfe von A Bescheid, wenn du fertig bist. Okay. So. A gedrückt halten übrigens. Das ist ein bisschen schlecht erklärt hier, muss ich sagen. Und fertig. Das sollte passen so, oder? Wie aufregend, diese Spannung. Weg damit habe ich noch nie gesehen. Wundervoll. Das war doch einfach. Das war nicht das Problem. So, ein in die Mitte. Und ich bleib einfach hier stehen. Das Ding dreht sich ja von selbst. Und das sollte eigentlich auch reichen, oder? Ja. Und fertig. Wie ist die Torte geworden, diese Aufregung? Das nenne ich gekonnt, ausgezeichnet. Weiß nicht, ob das jetzt perfekt war oder nicht, aber ist auch egal. So, hier brauche ich jetzt einen Ring hier außen.
wie es aussieht, ne? Also hier über die Zitronen. Sieht gut aus. Und jetzt in die Ecken jeweils, ne? Einmal was machen. So. 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 Wird das auch jetzt gleich wieder was, oder? Ja, okay. Wenn Zitronenscheiben einfach, alles klar. Läuft. Dieser Aufgriff, drücke die Daumen. Das sieht so lecker aus und so prachtvoll. Weiß nicht, ob das jetzt nicht so schon reicht. Also jetzt wird's witzig. Was soll ich hier machen? Irgendwie so, ne? Der ist komplett falsch, ne? Oder? Der ist okay. Das ist komplett scheiße, Leute. Der ist okay. Den hab ich noch gerettet irgendwie. Hier, oh, den auch noch. Perfekt, dann reicht das doch so. Das doch, jetzt war perfekt. Ich hab ein bisschen zu viel gemacht, ne? Ein Traum, zauberhaft. Irgendwie hab ich das noch gerettet, das Ding. Keine Ahnung wie. Und das ist jetzt irgendwie so jeweils. Ja. Da habe ich, glaube ich, allzu wenig gemacht. Ja, dann gehen wir gleich nochmal danach. Ist auch irgendwie nicht was richtig. Jetzt aber. Und hier noch einen. Ja, okay, das reicht. Ah nein, oh, da fehlt noch was. Oh, in der Mitte fehlt noch was. Shit. Ja, großartige Arbeit. Ah, der Balken ist voll oben, immerhin. Aber ich habe da was vergessen, zugegeben. 4 Kleckse fehlen da noch. Reicht das trotzdem für die restlichen Funkelkristalle? Ich hoffe es. 2 gibt's. Jetzt noch ein. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Und ich hätte mir das niemals geschafft. Du hast diese Torten so geschickt verziert. Bitte komm zur Öffnungsfeier. Ach, da ist der letzte, ne, glaube ich. Oh, habe ich ja doch alle gekriegt auf Anhieb. Aber ich mache da kein Geheimnis draus, Leute. Das ist der Demo zu verdanken. Kann ich hier noch was machen? Zwischen 2 kommt man doch immer eigentlich. Ja, ist egal, komm. Posieren. Naja, vielleicht nicht zwischen den beiden. So, ich muss den jetzt hier nehmen, ne? Und dann da oben aufstecken. Ich schreibe mir übrigens gerne, wenn ich was verpasst habe, sollte trotzdem irgendwelche Secrets, ne? Mach mich da gerne schlauer, falls ich vielleicht irgendwie auch nur, wenn es eine Lampe ist, die ich verpasst habe oder so. Aber die Funkelkristalle, um die es mir geht vor allem, haben wir gesammelt. Das Fest möge beginnen. Ganz genau. Und da das jetzt so gut lief, Leute, falls jetzt doch noch was kommt, was ich mir gut vorstellen kann bei jeder Etage, dann machen wir das jetzt einfach noch. Jetzt ein bisschen Bonus-Content, damit doch noch was Neues passiert. Also auch was für mich Neues passiert. Die Mützen bräuchte ich an sich nicht mehr für die Etage, aber wir haben ein neues Kleid freigeschaltet. Nämlich das Piratisier-Kleid. Das sieht bestimmt auch lecker aus. Und wir haben jetzt alle 40 Funkelkristalle dieser Etage, zumindest die wir bisher sammeln konnten. Vielleicht kommen auch welche dazu. Fortsetzung folgt, allerdings nicht hier. Hier geht's zurück zum Foyer, meine Freunde. So, und da wären wir auch schon wieder. Der Faden verschwindet. Der vierte Faden, der hier irgendwas versiegelt hat. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt muss ich ja noch irgendwie weitergehen. Okay, da passiert tatsächlich was, wie ich mir schon dachte. Was denn jetzt? Oh, da taucht doch eine Tür auf. Was kommt denn da jetzt? Was ist da drin oder was kommt da raus, ist die Frage. Ist das nochmal ein Bonusstück? So, bevor wir jetzt da reingehen, wir gucken uns natürlich das Partizierkleid noch schnell an. Da ist es. Ja, sieht echt gar nicht mal so übel aus. Sieht wirklich lecker aus, ne? Das sieht tatsächlich gar nicht mal so, echt nicht so scheiße aus. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was. Natürlich ziehen wir es nicht an. Ist doch klar. Sammlung gucken wir uns natürlich auch noch an. So wie es sich gehört, ne? Patissier Peach, ein süßes, kariertes Outfit. Geschmackvoll und praktisch, ja, ganz genau. Ja, niedlich sieht es hier schon irgendwie aus da drin, ne, muss man ja sagen. Muss man ja wirklich zugeben. Da hat Nintendo schon gute Arbeit geleistet. Oder gut viel in dem Fall, lieber besser gesagt. Die sind ja die Entwickler des Spiels. Wir gehen jetzt mal hier rein einfach. Weil irgendwie scheint da Unheil hinter zu stecken. Hier fehlen wir also mit dieser Tür verbunden. Vielleicht hat sich das Chaos in den Theaterstücken verursacht. Ich hoffe nicht. Seltsam, ich spüre, wie meine Funkelkraft stärker wird. Ich schaue auf diese gruselige Tür zu reagieren. Oh oh, das ist nicht gut, glaube ich, wenn das so ist. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkelkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Brauchen wir die nur dafür? Dass wir genug sammeln, damit wir die Türen hier öffnen können. Ich hatte jetzt wieder so was wie die grünen Sterne in Mario 3D World zum Beispiel. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Ja klar, gerne doch. Wie viel brauchen wir denn? 10 Stück. Ja, das ist ja easy. Ein Level brauchen wir dafür nur quasi. Also 4 Stück hat man ja mindestens durch den Abschluss der Level, ne? Und hier und da muss man ja sowieso ein paar Sachen machen. Ich glaube, die Zähne, die haben an sowieso immer zwangsweise. Wenn ich ehrlich bin.
Das wäre mal eine interessante Challenge, mit so wenig Dunkelkristallen wie möglich das Spiel abzuschließen, ne? Jetzt gerade bin ich persönlich. Ob man wissen will, kann man hier mit weniger Dingern rauskommen oder nicht? Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, nee, geht nicht. Man hat auf jeden Fall 10, wenn man hier ankommt und die Tür hat. So, irgendein dunkler Wirbel zieht uns jetzt da rein oder den betreten wir jetzt gerade. Ich feiere gerade die Frame Rate, oder ist das so gewollt? Wer ist das auch einfach so gewollt, dass es so aussieht, wie es aussieht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sind wir in der Disco oder was? Die Sauerbahn ist hier, oder? Oh oh. Was ist das denn? Ein Gockel. Oh Gott. Wer da? Wie kommt ihr rein? Welche Tür? Bock? Ich schreibe Theaterstücke mit Frau Grape. Schreiben Sie neu. Jeder, wollt ihr uns aufhalten? Ja, scheinbar schon. Dann, ich bestrafe euch. Mit Frau Grapes finsterer Dunkelkraft. Du mich auch, du kleiner Kackvogel. Da steht zwar jetzt Filme springen, will ich aber gar nicht. Das schon, ich könnte mich bewegen. Disco-Schnabel. Okay. Also ich kann mich hier nicht viel bewegen. Gibt's hier noch eine Verwandlung, ist die Frage. Hat der Vogel vor? Der kackt da einfach Disco-Kugeln aus, okay. Okay. Achso, der muss jetzt nochmal zurückfliegen. Dann so. Der muss ihn treffen, okay, verstehe. Also nicht zu früh anballern. Okay, jetzt fliegt er nach hinten, toll. Oh, was ist denn jetzt? Oh oh. Die machen ja weg, die Vögel. Da fliegt es wieder zurück gleich, ne, oder? Ein Treffer, zwei Treffer. Zwei reichen scheinbar. Was ist das? Ah, ich muss irgendwie drücken, okay. Ich dachte, da passiert das voll alleine, aber nee, scheinbar nicht. Was ist das? Der Vogel ist noch nicht besiegt, aber es war scheinbar der Vogel, ne? Wahrscheinlich ist der auch entstanden aus der Dunkelkraft von Grape. Was ist das denn jetzt? Brauche ich die Plattform jetzt hier oder so? Ich muss aufpassen, dass ich nicht zerquetscht werde wahrscheinlich, ne? Da drunter. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Oh. Okay, ich spring mal rüber, ne? Würde ich sagen. Weiß nicht, ob das richtig war. Ah, okay, jetzt kommt das Ding wieder. Haben wir ja schon. So, eins, zwei. Vielleicht reichen aber zwei Treffer scheinbar. Dann drücke ich jetzt mal schneller B. Das hat ein bisschen was mit der Patissier hier zu tun, kann das sein? Zumindest grüßt sie ja, oder ne, ihm wird macht Peach da mit ihren Händen. Wendet da die Funkelkraft weiter an. Was macht der Vogel jetzt? Oh Gott. Ey, ich bleib mal lieber hier stehen in der Mitte. Vielleicht besser. So, es wird wieder als auf den Kopf gedreht. Okay. Jetzt kommt er wieder angeflogen, ne? Ist wieder hoch oder muss ich nochmal springen diesmal? Nee, wäre Quatsch. Ja, da kann ich aber drunter herlaufen. Immerhin. Okay, das ist irgendwie richtig dummer Bosskampf, keine Ahnung. Ich persönlich jetzt. Oh nee, shit. Hab gebraucht, ne? Ein Treffer nur. Nehme ich hier noch einen von. Ich meine, noch ist nicht vorbei. Ah, ist das was zu sch- ist das der Vogel zu schnell auf einmal? Mist. Kann er auch weg hier. Bevor der Vogellöcher rauskommt. Aber der Treffer bleibt bestehen, oder? Nicht halt richtig? Ist ja schon aufgeknackt da, die Disco-Kugel. So ein bisschen. Muss ich immer nicht alles wieder von vorne machen. So, gehen wir direkt rüber. Dann haben wir quasi keine Sorgen mehr. Ich meine, der Bosskampf, der spiegelt so ein bisschen wieder, was das Spiel bisher für mich ist. Er ist doch relativ easy, ne? War nur eine Kugel. Okay, das geht daneben, aber der trifft. Yes. Und jetzt sind wir auch mal richtig rum hier vor allem. Auch ganz gut. Und bam, das war's wahrscheinlich, ne? Da ist ein Funkelkristall scheinbar entstanden. Ach, zumindest aus wie einer. Was passiert denn jetzt? Also der Wirbel oder die Tür scheint nicht mehr dunkel zu sein, so wie es aussieht. Wenn ich mir jetzt hier so diesen Ladescreen angucke zumindest. Aber dass hier die Framework so kacke ist, das ist echt ein Wunder irgendwie. Das muss eigentlich nicht so sein, sag ich ganz ehrlich.
Was ja teilweise doch beim wieder besser läuft. Oder teilweise so. Und dann kommen wir jetzt wirklich zum Erdgeschoss. Scheinbar haben wir hier alles befreit. Und jetzt können wir nach oben gehen. Sehr gut. Hat noch eine Einblendung oder? Die ist auf diesem Stockwerk alles wieder wie vorher. Toll, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir doch immer keine Funklis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind. Und so mache ich mir auch. Also wird sich die Frage, was Funklis sind, noch klären, wa? Vielleicht haben sie sich auf eins der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Sehr, sehr gerne. Peach guckt noch so nachdenklich und so böse irgendwie, ich weiß auch nicht. Jetzt nicht mehr. Was denn hier? Kann ich ein Foto machen? Wo finde ich nur? Hallo, ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos das gewisse etwas verleiht. Jetzt gelang meine vorzügliche Aufnahme mit einer atemberaubenden Vorstellung. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ich wirklich, ich bin nur eine Besucherin eigentlich, aber gut. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich Fotos deiner glanzvollen Auftritte anfertige. Wenn du in einem Stück alle Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Und dank für die Zusammenarbeit hältst du von mir ein Album mit den Fotos darin. Es kann erwarten, einer deiner Aufführungen beizuwohnen. Ja, wir haben ein Album halt mit Peachs besten Auftritten. Das ist dann wahrscheinlich im Hauptmenü das, was noch fehlte, ne? Genau. Haben wir denn schon 4 Fotos? Ja, tatsächlich. Ja, das ist ja geil. Mega. Fechterin Peach. Ninja Peach. Cowgirl Peach. Im Saloon, in der zivilen Wampe. Und Patissier Peach beim Zubereiten der Totenböden. Okay. Aber verzieren, besser nicht beim Zubereiten. So wie es aussieht, haben wir von den Kostümen jeweils 3 Level, kann das sein? Hat hier so ein bisschen Foreshadowing schon? Oder ein bisschen Euler an der Stelle vielleicht sogar? Da haben wir was Neues. Ach ne, das ist die Musik noch. Okay, stimmt. Gibt's hier sonst noch was zu entdecken? Im Erdgeschoss. Der noch was zu sagen? Ja. Hier wird das Fechtstück geprobt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Siege so viele Gegner, wie du kannst. Die Probe endet, wenn du Schaden nimmst. Wenn du deine Sache gut machst, bekommst du eine tolle Belohnung. Zeig uns, was du kannst. Will ich gar nicht machen. Okay, gibt's auch nochmal extra eine Schleife. Die Fechtprobe extra. Okay, nein, will ich jetzt nicht machen. Wie gesagt. Dann gucken wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal an. Als erstes. Aber da bin ich auch schon froh, dass das Spiel doch noch mehr zu bieten hat. Will ich aber wissen, ich habe ja quasi eine neue Etage freigeschaltet. Kann ich mir mehr Sachen kaufen? Ja, Tatsache. Das Disco-Kleid. Jetzt ehrlich, das hole ich mir jetzt zum Abschluss der Welt. Und das benutze ich jetzt auch direkt. Ja. Irgendwie mache ich auch dieses Skelett hier. Ist ja nicht so ganz pink, das ist ja ein bisschen dunkler. Finde ich gut. Und Stella hat nichts Neues, von daher. Jetzt wieder die Blauschleife. Wir tragen, ja. Wunderbar. Jo, Peach, die wandelt dieses Disco-Kugel. Bevor ich jetzt aber aufhöre, möchte ich kurz wissen, kann ich hier runtergehen? Tatsächlich, ja. Ich bin gerade nur neugierig, Leute. Ich will mich ein bisschen umsehen hier. Warum nicht jetzt, bevor wir die Etage quasi verlassen, ne? Hier ist der Keller des Theaters, aber irgendwas stimmt hier nicht. Hier sind auch so Wirbel. Überall. Ich frag mich, was die bedeuten. So Fenster halt, ne? Hier auch raus? Nein, das ist quasi wie oben, ne? Einfach nur quasi das Ende des Theaters, sag ich jetzt mal. Okay, man kann hier scheinbar noch irgendwas sammeln oder irgendwas freischalten, je nachdem. Dazu bitte kein Spoiler, auch wenn ihr auch nicht in Kommentaren bitte, also... Ihr könnt mir gerne sagen, ja, kommt später noch oder so, ne? Aber bitte nicht mehr verraten. Aber ich glaube, das kann ich mir selber erklären, dass da noch was kommt. Ist ja nicht umsonst hier unten im Keller. Vielleicht auch wirklich das Finale, wie ich schon vermutet hatte, einmal, ne? Aber gut, Freunde, dann werden wir beim nächsten Mal, denke ich mal, die nächste Etage betreten. Vorher aber werden wir noch mit dem Kollegen hier ein bisschen vergnügen. Wie gesagt, das machen wir nicht mehr heute. Ich beende die heutige Folge hier an der Stelle. Und danke euch schon mal fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, gebt hier noch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.